Ein Freund von mir hat sich eine Junghans Force Mega Solar gekauft. Er mag diese Uhren sehr gerne und es war eine neue Uhr fällig. Ich habe mich irrsinnig gefreut, diese Uhr filmen zu können, denn sie ist in meinen Augen etwas Besonderes und zum anderen auch nicht so häufig anzutreffen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos mit dem Schwerpunkt auf deutsche Uhrenmarken. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn du deutsche Uhrenmarken magst, deutsche Uhren magst, vielleicht auch meine Videos magst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Du kannst das tun unten rechts in der Ecke oder am Ende des Videos oben rechts. Aber jetzt soll es direkt um die Junghans Force Mega Solar gehen. Bevor es losgeht, muss ich euch sagen, in gewisser Weise war dieses Video für mich ein Albtraum, denn eine hochglänzende Keramikuhr an einem sonnigen Tag auf der Terrasse zu filmen, das ist zum einen eine extreme Herausforderung und zum anderen auch ein ziemlicher Albtraum, weil sich wirklich alles in der Uhr spiegelt und man jeden Krümel, jede Fluse, wirklich alles sieht. Ich habe versucht, es so gut wie möglich hinzubekommen, aber ihr werdet in den Aufnahmen sehen, wie schwer das war. Trotzdem viel Spaß dabei. Die Uhr hat, wie gesagt, ein Keramikgehäuse, hochglänzend, ein Saphirglas, einen gravierten Stahlboden und das Ziffernblatt ist aus Mineralglas, um entsprechend Licht durchlassen zu können und die Solaraufladefunktion auch nutzen zu können. Durch ihr glänzendes Erscheinungsbild und auch das glänzende Armband ist die Uhr ganz eindeutig auf der Seite der Dressuhren, der Anzugsuhren, der eleganteren Uhren. Auch ihr Durchmesser von 40,4 mm und ihre sehr geringe Bauhöhe von 8 mm deutet ganz klar darauf hin, dass es sich hier nicht um eine Toolwatch oder eine Sportuhr handelt, obwohl sie durch ihr Keramikgehäuse natürlich ideal wäre, sehr vielen Belastungen standzuhalten, weil eben Kratzer ausbleiben. Auch die Wasserdichtigkeit von 5 Bar zeigt ganz klar, es ist eine Uhr für Gelegenheiten, wo es eben nicht um Wasser, Schwimmen und Sport geht, sondern für alle anderen Bereiche des Lebens. Ich persönlich finde es etwas schade, mit 10 Bar wäre eine Uhr gerade mit Keramikband und Keramikgehäuse wirklich so eine Art eierlegende Wollmilchsau gewesen. Hier muss man sie zum Schwimmen ausziehen. Ich würde sie auch zum Baden und Duschen ausziehen. Junghans definiert das etwas anders, aber bei 5 Bar wäre ich immer extrem vorsichtig. Ihr habt vielleicht schon gemerkt bei den Bildern, die ich euch gezeigt habe, dass diese Uhr zwei Besonderheiten hat. Zum einen sind die Indizes so gestaltet, dass sie von dem 1-Uhr-Index bis hin zu 12 Uhr immer ein kleines bisschen dicker werden. Habe ich so noch nicht gesehen und es ist auch sehr dezent gemacht. Und trotzdem ist es für mich, jetzt wo ich es einmal gesehen habe und weiß, ein echter Hingucker. Und die andere Sache ist, dass die Indizes von unten auf das Mineralglas, auf das obere Glas aufgemalt sind, sodass sich die Zeiger unterhalb der Indizes bewegen. Man kann es bei den Zeigern bei genauem Hinsehen sehen. Deutlicher wird es, wenn man auf das Blatt guckt und sich den Schattenwurf der Indexe anschaut. Finde ich super interessant und hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Feature zu entdecken. Das Uhrwerk ist ein Junghans eigenes Uhrwerk, genannt J 615.84 mit einem Funksignalempfang in Europa, in den USA und auch bei den zwei unterschiedlichen japanischen Standards. Zusätzlich lässt sich die Uhr über eine Handy-App manuell einstellen,
wenn man in Zeitzonen kommt, wie zum Beispiel Indien, wo die Zeitverschiebung keine ganze, sondern nur eine halbe Stunde ist, sodass man auch dort die Zeit manuell über eine Handy-App ganz genau einstellen kann. Auch lässt sich das Funksignal der Uhr manuell abrufen und manuell empfangen, sodass man, wenn der automatische Empfang einmal nicht geklappt hat, dieses manuell nachholen kann. Das LCD-Display auf der 6-Uhr-Position zeigt standardmäßig das Datum an, kann aber durch Betätigen der Drücker an der Seite auch eine Indikation geben, wann der letzte Funkempfang für das Zeitsignal stattgefunden hat. Und ebenso hat die Uhr eine Anzeige, wenn die Energie sich dem Ende nähert, also eine Warnung, dass die Uhr erneut geladen werden muss. Wenn die Uhr vollständig geladen ist, hat sie eine Energiereserve, eine Gangreserve in Anführungsstrichen von 21 Monaten. Nach 72 Stunden in der Dunkelheit fällt die Uhr in einen Schlafmodus. Das Armband ist ebenfalls aus Saphir mit Kautschuk- oder Gummielementen dazwischen. Es gibt also bei dem Arm keine Lücken, wo sich Härchen einklemmen könnten, wo es zieht oder weh tut. Das Ganze wirkt ziemlich aus einem Guss und ist trotzdem ausreichend flexibel am Arm. Am Armband selber sieht man weder Öffnungen für Schrauben oder Pins. Das ist alles in der Armbandkonstruktion im Inneren versteckt. Die einzigen beiden Pins, die man sieht, sind an der Schließe. Die Schließe ist übrigens auf der Außenseite auch aus Keramik und der innere Faltmechanismus aus Titan, um das Gewicht weiter zu reduzieren. Die Uhr hat einen proprietären Bandanstoß, der einen Wechsel auf Leder und andere Bänder erschwert. Das ist in meinen Augen ein kleiner Nachteil. Der Vorteil ist, dass die Form des Gehäuses und der Übergang ins Band sehr, sehr ausgewogen gestaltet ist und eine sehr ansprechende Gehäuseform erlaubt, die bei Lederbändern entweder so nicht zur Geltung kommt oder auch so nicht realisierbar wäre.